Ich habe mich im März 21 ausgebrannt und depressiv auf den Jakobsweg gemacht, so wie Geschäftsführer das tun, wenn sie nicht mehr können. Ich bin von Gummersbach aus losgelaufen. Am zweiten Tag war ich morgens mitten im Königsforst und da ist mir Gott begegnet. Ich habe meinen Rucksack abgestellt, ich bin hinter einem Busch verschwunden und auf dem Rückweg stößt mein Fuß im Laub gegen was Hartes. Ich heb das auf und da hat jemand mit Edding auf einen Stein drauf geschrieben: Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an euch geoffenbart werden wird, nichts bedeuten. Das ist ein Vers aus dem Römer 8, Vers 18. Ich am Tiefpunkt meines Lebens und Gott legt mir den Arm um und sagt: Hey Junge, ich weiß, dass es dir dreckig geht. Das wird wieder werden. Und heute kann ich sagen, 2 Jahre später, ja, ich bin wieder fit. Und ich gebe Gott die Ehre dafür. Ich habe früher chronisch an Blasenentzündung gelitten. Mein ganzer Alltag hat sich darauf ausgewirkt. Ich habe mindestens 2 Liter Wasser am Tag getrunken und penibel darauf geachtet, dass mir nicht kalt ist. Und trotzdem hat sich das so sehr auf meine Arbeit ausgewirkt, dass mein Arbeitgeber dachte, ich feiere einfach aus Lust und Laune einmal im Monat krank. Irgendwann, nachdem die Ärzte nichts gefunden haben und ich alles Mögliche ausprobiert habe, habe ich auch für mich beten lassen. Das ist jetzt 10 Jahre her und seitdem bin ich blasenentzündungsfrei. Vor ein paar Jahren noch bin ich draußen umhergelaufen und hatte unter starken Verfolgungsängsten zu leiden. Gerade nachts, wenn ich unterwegs war, hatte ich immer das Gefühl, dass mich von hinten jemand verfolgt. Und nachdem auch viel für mich gebetet wurde, gab es für mich einen Schlüsselmoment, wo ich mal wieder nachts unterwegs war, starke Panik im Nacken verspürt habe und ich dann auch gebetet habe und auf einmal hatten sich für mich die Himmelstore geöffnet und ich durfte Engel sehen, wie sie für mich spalier bis zu meiner Haustür standen und ich einen schönen, übernatürlichen Frieden die ganze Zeit verspüren durfte. Und das war der Moment, seitdem dann immer mehr es Momente gab, wo es immer weniger wurde und ich heute sagen kann, ich laufe frei umher, ohne jegliche Ängste. Als mein Mann und ich frisch verheiratet waren, hatten wir großartige Pläne über unsere Zukunft und über unsere nicht vorhandenen Kinder. Und ich wurde dann schwanger und es endete in einer Fehlgeburt. Und die Jahre danach wurde ich einfach nicht mehr schwanger. Und es waren Jahre von Leid und von Trauer und von Verarbeitung. Und wir kamen an einem Punkt in unserem Leben, wo wir gemerkt haben, das macht uns so fertig und so traurig, dass wir das an Gott abgegeben haben und gesagt haben, boah, dir gehört unser Leben und wir wollen dem nicht mehr nacheifern, was anscheinend nicht für uns sein soll. Und dann ein paar Monate später kamen 2 Personen auf uns zu in einem Gottesdienst und haben uns gesagt, boah, wir denken, ihr werdet eine Familie sein in der nächsten Zeit. Und es hat uns sehr berührt. Und tatsächlich, Monate später, wurde ich schwanger. Und während diesem ganzen Prozess hat uns ein Arzt damals gesagt, wir haben medizinisch gesehen die Wahrscheinlichkeit von 3%, dass wir überhaupt schwanger werden. Und heute müssen wir drüber schmunzeln, weil genau dieses passiert ist. Wir haben 3 wunderbare Kinder heute. Und es berührt so sehr mein Herz, weil Gott 3% reicht an Möglichkeiten, um so ein schönes Wunder in unser Leben zu bringen.